Zahnriemen, kann vielleicht noch eine Geschichte sein, Serviceheft haben wir nicht, wie das dann eben so ist. Aus wievielter Hand weiß auch keiner. Kilometerstand kannst du auch nicht lesen. Also ist schon lustig. Ist schon lustig, Gerät. Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute geht es mal um ein Audi. Und zwar ein Audi A4. Ne? Erste Generation. Und derjenige hat sich das Ding für, ich glaube, 700 oder 800 Euro geschossen. Und er hat dann gesagt, okay, ich würde ganz gerne mal bei dir vorbeikommen und kannst dir das Ding mal anschauen. Und ich habe gesagt, okay, mache ich sehr gerne. Wollen wir mal gucken, was er sich da für einen Stuhl gekauft hat. Also wirklich für schmales Budget. Und ich kann mich daran erinnern, dass diese Kisten mal sündhaft teuer waren. Ne? So, hier Fahrzeugstand soll im Auto sein. Das Auto steht also noch vorne. Jetzt müssen wir mal gucken, wo ich hier wieder den Schlüssel hingekrost habe. Hier ist er. Ja, also hier ist der ganz einfache Audi-Schlüssel. Und ich dachte, wir fahren eine Runde und dann gucken wir uns das Ding mal an. Bin mal gespannt. Also erste Generation, Querlenker auf jeden Fall Thema. Gammel dürfte eigentlich noch nicht so ein Thema sein. Und mal gucken, was das überhaupt für ein Auto ist. Ne? Also V6 kann ich euch schon mal sagen. Aber wir gucken mal. So, Auto steht an der Straße, hat jetzt die ganze Nacht hier gestanden. Wollen wir mal gucken, wie er sich anhört beim Kaltstart. Und dann fahren wir Straße rauf, Straße runter. Ach du meine Güte. Oh, ist schon mal tiefer gelegt, der Hobel. Oh. Ja, wie so ein alter Audi A4. Ja, ich verstehe das nicht. Wie können Leute so im Auto sitzen? Hm. Gut, hier der Sitzpolster oder das Sitzpolster zeige ich euch gleich. Ist natürlich auch mega angefressen. So. Wollen wir mal hören, ne? Also, er hat jetzt hier die ganze Nacht gestanden und sehr schön. Also, das ist schon mal in Ordnung. Ja, das ist nicht in Ordnung. So kann ich kein Auto fahren. Das ist immer irgendwie. Kann doch keiner sitzen, ey. So, wir haben 5-Gang an Bord. V6. Airbag-Lampe brennt. Die bleibt schon mal an. Wer weiß, was da dran ist. So, machen wir mal Bischerchen hier. Die gehen auch. So, hier ist jetzt wie immer alles voll. Das heißt, wir werden jetzt mal woanders herfahren. Oh, die Kupplung kommt ziemlich weit oben. Oh, ist egal, noch fährt er, ne? Ich sehe überhaupt nichts hier. Ich sehe überhaupt nichts. Mal gucken, was er macht. Oh, danke. So, Airbag-Kontrolle bleibt schon mal. Ah, einen kleinen Rucklader drin. Wahrscheinlich sind es keine 6 im Moment, sondern nur 5. So. Jetzt habe ich, glaube ich, mein VCDS zu Hause gelassen. Mal gucken. Ah, etwas erhöhte Drehzahl, also er läuft auf 1700 im kalten Zustand. Erstmal so poltern tut erstmal nichts, ne? Ich glaube, das sind die Reifen, die so schön lustig rollen. So, er ist natürlich tief und ein bisschen hart, ne? Also irgendwie jetzt nicht so meins, aber wir machen trotzdem Rumpelpumpel und schauen mal, wie er sich dabei so schlägt. Also die erste Generation dieser Mehrlenkerachsen von Audi war eine Katastrophe. Ich glaube, das Problem hat sich dann so ein bisschen
gebessert oder ist weniger geworden. Aber die ersten gingen sofort kaputt irgendwie. Da haben wir schon damals bei der Auslieferung, als das Modell, da kann ich mich noch dran erinnern, da wurde das Modell wurde ziemlich stark geworben mit vollverzinkt und so. Da konntest du dann einzelne Karosserien bestellen, um dann auf diese Vollverzinkung hinzuweisen. Das war ja damals der Knaller, ne? Beim ersten Audi A4. Und das Ding kam dann als Blechkarosse mit Achsteilen. Und haben wir gesagt, wie lange soll die Achse denn halten? Ne? Weil man schon eigentlich gesehen hat, dass die oberen Querlenkerlager das auf Dauer gar nicht aushalten können. Und wie das dann eben so ist, dann gab es diesen Satz, der am Anfang auch bei VW bzw. bei Audi sündhaft teuer war. Vierstellig. Irgendwas mit vierstellig, da hast du dann 8 Querlenker bekommen. Und ach, ey, das war immer, weiß ich nicht. Also das war sicherlich einer der Hauptmängel an diesem Auto. Ne? Wenn die da jetzt eine ganz normale Achse reingemacht hätten, jetzt hier vom Golf oder so, ne? Also ganz normal mit McPherson-Federbein, ich glaube, das wäre 10-mal geiler gewesen. Das wäre 10-mal geiler gewesen. Ne? So, ja, okay. Also Kupplung ist jetzt, trennt zwar sauber noch, aber die kommt schon ziemlich weit oben. Ja, und dann so eine Hüpfburg, ne, ihr merkt es jetzt wahrscheinlich selber, meins ist es jetzt so nicht, aber der Sechszylinder hört sich natürlich schon mal nicht schlecht an vom Sound her. Allerdings höre ich auch die Reifen. Bremse muss ich ein bisschen festdrehen, hätte ich gesagt. So, machen wir hier mal ein bisschen Wind weg. Airbag-Lampe ist immer noch an. Also das Ding soll frisch über den TÜV gegangen sein. Ja, und hat er, glaube ich, irgendwie, ich werde den Betrag nochmal erfragen. Ich meine, es wären so 700 oder 800 Euro gewesen. Ne? Zahlst du. Ja, dann wollen wir mal gucken, ob so ein Ding jetzt irgendwie am Ende ist. So, fahren. Also auch Getriebe lässt sich richtig gut schalten noch. Dann gucken wir jetzt hier, was für einen Kilometerstand kann ich jetzt hier gar nicht ablesen, weil die Instrumentenbeleuchtung geht nicht. Hätte ich euch gern gesagt, aber wer weiß, ob nach 25 Jahren man überhaupt noch irgendeinen Kilometerstand genau weiß. Aber ihr seht, ist eine Hüpfburg, aber dafür ist das Auto noch recht leise, muss ich sagen. Scheinbar schon zu funktionieren. Guckt auch der halbe Airbag raus oder was? Zeig euch das Ding gleich mal. Also wie gesagt, hier geht kein, der Tacho geht, Drehzahlmesser geht auch, aber die Kombi-Instrumentbeleuchtung geht nicht, ich kann den Kilometerstand jetzt nicht ablesen. Vielleicht weiß er den noch und mal gucken, ob wir hier sowas wie, ach guck mal, ein Fahrzeugschein haben wir auch, das ist ja schon mal geil. Das ist doch was. So, die Erstzulassung ist der 30.03.1995. Wir haben 128 kW an Bord, also was 172 PS sind oder 170 PS, V6 und Anzahl der angetriebenen Achsen ist, glaube ich, 2. Ich glaube, so wie der fährt, ist das ein Quattro. Ich habe jetzt noch nicht geguckt, aber in der Regel merkt man das ja schon sofort irgendwie. Ich dachte aber, die Dinger hätten 6 Gang, aber ich kann mich da natürlich täuschen jetzt hier. Aber hier ist nur ein 5 Gang drin. Das heißt, wir haben jetzt eine coole Runde gemacht. Von der Drehzahl geht er langsam runter, aber er läuft immer noch über 1000. 90 Grad, da bin ich mal gespannt. Ich bin mal gespannt, ob er Rumpelpumpel schafft, obwohl wir müssen natürlich auch hier ein bisschen vorsichtig sein. Wie gesagt, wir haben hier natürlich die alte Achse drin und natürlich ein Tieferlegungsfahrwerk. Da poltert natürlich sowieso alles ein bisschen mehr. Aber ich meine, dann weißt du schon, warum der Airbag-Lampe brennt. Aber ich zeige euch das gleich. Hören wir mal, ne? Boah, du merkst richtig, wie hart die Stoßdämpfer sind. Boah. Also ich glaube, wenn du so
sowas im unverbastelten Zustand hast, ist sowas richtig schön. Aber nach 25 Jahren fährt sowas noch, ne? Klingt schön, klingt schön. Ich würde jetzt erstmal zurück zur Garage fahren und dann gucken wir uns den Stuhl mal von unten an. Und bin ich mal gespannt. Wir fahren jetzt also quasi hier rum. Sind natürlich träge, die Dinger, ne? Die alten V6-Dinger ohne Turboaufladung ist natürlich so richtig was Gemütliches. 6 haben wir nicht, ein R haben wir. Ein Rallye-Gang. Ja, Öltemperatur steigt auch langsam an. Wasser ist schon längst warm. Also so fahren tut er erstmal. Für mich jetzt ein bisschen zu unkomfortabel. So, es ist zwar ein wenig am Regnen draußen, aber trotzdem möchte ich euch dieses Auto nicht vorenthalten. Also so, im Blau, tiefer gelegt ist er. Weiß ich nicht. Also für mich ist das nichts. Aber ich sag mal, wenn da wahrscheinlich anständige Alumänner drauf sind, sieht es ja wieder ganz anders aus. Hier sind jetzt so komische 17 Zöller oder was, ne? Passt natürlich jetzt zu der Tieferlegung überhaupt nicht. So, machen wir mal einen kleinen Rundgang. Also ihr seht schon, tiefer gelegt, ganz normale Limousine. Aber erstmal gar nicht so verbeult auch, ne? Also gar nicht so schlecht. Müssen wir gucken, ob wir den jetzt gleich hochgehoben bekommen. Der sagt, ist ihm egal, Hauptsache hochheben. Ja, hier gut, diese Sachen finde ich jetzt auch nicht so prickelnd hier, ne? Aber wenn man es mag, ist das ja in Ordnung. Es riecht ein wenig. Ich glaube, das Trübeöl. Müssen wir gleich mal gucken. Aber so sieht das Ganze aus. Na, wenn jetzt hier mal schaut, natürlich ein bisschen runtergerockt, aber er fährt. Ne? Sitze ein bisschen lediert. Aber ansonsten Airbag-Lampe, Lenkrad, ne, wenn ihr jetzt hier mal so schaut. Also das ist natürlich jetzt nicht mehr so prickelnd hier, aber das haben die ja fast alle. Wenn wir jetzt hinten schauen, auch hier, na, da frage ich mich natürlich immer auch, was bei sowas hier passieren kann, aber wurscht. Ne? Mein viel Platz hat man hinten jetzt auch nicht. Da hinten löst sich natürlich auch so langsam die Türverkleidung von innen, ne, der Bezug. Und hier scheint natürlich auch irgendwas nicht zu stimmen. Ne? Also Airbag-Lampe ist an. Ich habe jetzt meine Tester irgendwie alle zu Hause. Können wir gar nicht Fehlerspeicher abfragen, aber ist wurscht. Ne? TÜV hat das Ding ja angeblich frisch bekommen. Ne? Aber das sieht natürlich schon alles nicht mehr so geil aus. Ne? Ja, da schnurrt er doch, der Sechszylinder. Ja, mal gucken, also hier riecht es ein bisschen. Müssen wir gleich mal schauen. Ne? Mein Kumpel ist in Ordnung, aber er sagt, er hat die Flüssigkeitsstände auch erstmal alle aufgefüllt. Ne? Hier muss natürlich auch das Laub alle raus, das kennt ihr mittlerweile. Die Batterie sieht ja schon mal ganz ordentlich aus, aber ne, so erstmal gar nicht so schlecht. Müssen wir gucken, ob wir den kalten Riemen gleich irgendwie sehen, ob wir dann noch irgendwas feststellen können, weil von unten ist er ja komplett verkapselt. Ansonsten, ja, seht ihr denn da, ne? Das muss auch alles irgendwie raus. Aber erstmal gar nicht so schlecht. Hier, ja, hier sind die Schläuche wahrscheinlich auch extrem aufgequollen schon. Ja, nicht, dass da irgendwas ist. Weil man riecht es doch ein bisschen. Ja, aber auch hier, ne, dass die Schweißnaht vom Behälter irgendwie undicht ist. Gucken wir mal. Ja, Frischtüff. Ja, gucken wir mal. Also. Wie gesagt, solche Sachen, die muss man natürlich mögen. Ich mag das jetzt nicht so. Also ich habe ganz gern immer volles Abblendlicht. Hier sind natürlich so ein paar Steinschläge alle drin, was auch normal ist. Aber ich weiß jetzt auch ehrlich gesagt gar nicht, ob die Klimaanlage funktioniert. Aber das wird er dann selber irgendwie feststellen können. Zahnriemenwechselaufkleber habe ich jetzt irgendwie noch gar nicht gesehen. Beziehungsweise Kilometerstand ist auch irgendwie unbekannt. Aber da ist nichts, ne? Auch in der Haube ist kein Wechselaufkleber drin. Aber ansonsten, wenn man jetzt hier mal so schaut, das Auto ist jetzt nass, aber so extrem verbeult ist er nicht. Gucken wir uns mal die
die Bremse an. Ja, das sieht so aus, als wäre da noch, ihr könnt ihr jetzt wahrscheinlich nicht erkennen, aber da ist noch die Hälfte ist noch drauf. Und das sind, wie gesagt, die Querlenker. Ne? Und da gucken dann manchmal schon die Gummilager raus. Ihr seht, die Fahrwerksfedern, ne, ist immer schon ein bisschen tief, ist zwar abgebröselt alles, aber solange wir sie nicht brechen, ist das noch in Ordnung. Auch hier, ne, diese Sachen, die sind eine Katastrophe. Ne? Also da solltet ihr beim Audi A4 bei allen Baureihen immer drauf achten. Das gilt natürlich beim Audi A6 auch. Hier war die Schraube immer nur festgegammelt. Ne? Die hat man dann aber noch sehr häufig rausbekommen. Bei den neueren sind die so fest oxidiert da drin, da kriegt ihr gar nichts mehr raus. Da müsst ihr nämlich den kompletten Träger mit neu nehmen. Ja, wenn ihr den zum Beispiel den Querlenker erneuert oder Spurstangendstücke erneuert, ist hier oben noch eine Schraube. Da wird die sogenannte Vorspurkurve eingestellt. Das heißt, ihr müsst das Ding danach vermessen lassen. Weil die Achsgeometrie ist beim Federn, läuft das alles ein bisschen anders als beim Standard McPherson Federbein. Ihr müsst nämlich immer mal darauf achten, hier ist die Lenkung ziemlich weit oben angebracht. Ja? Und das ist praktisch der Unterschied. Das bräuchte man jetzt nicht machen, wenn die Lenkung, wie gesagt, die Lenkung ist ja meistens dann immer hier so. Ne? Oder die Spurstangen sind hier so auf der Höhe. Ja, hier ist es jetzt praktisch ziemlich weit oben und dafür muss die Spur ausgeglichen werden beim Einfedern. Ja? Und das macht man mit dieser Schraube, das nennt sich dann Vorspurkurve. Und ihr seht da hinten die Gummilager, ja, die kommen schon langsam raus. Also auch bei diesem Auto auf jeden Fall ein Thema. Ne? Und das ist ein bisschen gewurschtelt, gerade wenn so ein Fahrzeug echt alt ist. So, hier könnt ihr auch sehen, ne? Auf der anderen Seite, da kommt schon das Gummilager raus. Ja, vielleicht hat er es nicht gesehen, aber ja, und hier diese Muttern, die kriegt man natürlich auch so gut wie nicht mehr los, aber das scheint alles noch heile zu sein. Aber wie gesagt, wenn ihr einen Spurstangendstück wechselt, ihr solltet den vermessen lassen auf jeden Fall, inklusive Vorspurkurve, und das sieht eigentlich auch noch ganz in Ordnung aus. Also ich hätte es mir jetzt schlimmer erwartet. Ne? Also so, gucken wir mal, Bremse. Okay, Bremse ist jetzt hier, ja, vielleicht noch ein Drittel drauf. Ich hoffe, ihr könnt es wirklich erkennen. Bremsscheiben sind soweit noch okay. Ja, aber das ist okay. Reifen sind auch in Ordnung. Wie ich gesagt habe, ne? Quattro. So, wie sieht das hinten aus? Ja, hinten ist die Bremse noch in Ordnung. Ja, also Reifen, ja, die passen natürlich jetzt nicht zur Tieferlegung. 15 Zoll sind da drauf. Keine 17 Zoll, wie ich es gerade gesagt habe. 15 Zoll, die verschwinden natürlich hier komplett im Radhaus. Aber hier sieht das Ganze auch noch recht ordentlich aus. Hier kannst du jetzt auch ein bisschen dran rumkniepen, aber der hat natürlich hinten auch nochmal hier so oberen Querlenker. Scheint aber noch in Ordnung zu sein. Und hier das gleiche Spiel. Ja, ach ne, Alter, sogar, ne, sieht man das Antiquietsch sogar noch drauf. Also so alt ist die Bremse noch nicht. Ja, und hier, ja, war schon Ewigkeiten keiner mehr dran, aber solange wieder in Ordnung ist, ist das doch prima. Ah, gut, ja, hier ist die Achsmanschette porös, noch ist sie dicht. Ja, auch die Kuppelstangen, die gehen auch sehr gerne kaputt, Dämpfer sind aber noch dicht soweit. Ja, und das sind auch diese Katastrophenlenker, ne? Die gehen auch sehr häufig kaputt. Der Audi A4-Fahrer kennt das. Ja, und hier gucken wir mal eben zur anderen Seite, ich schlage mal eben die Lenkung andersrum ein. Das sieht aber noch in Ordnung aus, das ist auch noch in Ordnung. Ja, und dann schauen wir mal, auch hier die Flexrohre sind eigenartigerweise auch noch geil, obwohl das hier so langsam anfängt sich abzulösen. Aber da ist nichts schwarz, was bedeutet, dass es auch noch dicht ist. Ah, hier ist die Achsmanschette kaputt. Da müssen wir auch aufpassen, ne? Das Fett fliegt natürlich alles da rum. Und wenn das Fett einmal raus ist, können natürlich auch irgendwann die Gelenke anfangen zu knacken, weil er sagt, er hat Knacken beim Anfahren. Das kann sowas natürlich schon sein. Ne? So, und auch hier, das sind alles so Problemstellen, die Querlenkerlager, die Verbindungsstangen hier. Ja, aber Achsmanschette ist auch komplett weg. Ja, also zumindest hier der äußere Bereich. Ja, hier hinten, ja, Auspuff ist ein bisschen gammelig, aber ansonsten, ja, da fehlen die Schellen von den Achsmanschetten, die fehlen. Da muss dann immer mal ein neues Fett rein und dann müssen dann neue Schellen drauf. Aber so, ja. So geht das doch an sich. Ja, hier die Dinger, ne, auch da, ne, da tritt das Fett aus. Entweder sind die Schellen nur weg oder sind mal neu gemacht worden oder haben sie vergessen oder sind weggeflogen, nicht richtig montiert, man weiß es nicht. Aber hält sich in Grenzen, ne?
Okay, wenn das Ding jetzt frisch über den TÜV gegangen ist, nehmen wir es jetzt einfach mal so hin. Aber was haben wir denn? Wir haben eine Achsmanschette. Er sagt, er hat Knacken bei Kurvenfahrt beim Anfahren. Das kann das schon sein, ne? Dass er auf jeden Fall eine neue Gelenkwelle reinmachen muss. Service kennen wir jetzt nicht. Zahnriemen kennen wir nicht. Airbag müssen wir uns drum kümmern. Und natürlich die Querlenker. Jetzt hat das Ding TÜV. Jetzt die Frage, soll man da jetzt wirklich aktiv werden? Ich weiß es nicht. Ich möchte daran so selten rumbasteln, wie es irgendwie geht. Und unterm Strich, nach 25 Jahren, gar nicht mal so schlecht. Fährt, ja, hat jetzt im kalten Zustand, in der Warmlaufperiode, hat er so ein bisschen geruckelt. Ne? Kann natürlich sein, dass da vielleicht ein Zylinder weg ist. Aber unterm Strich fuhr er jetzt im warmen Zustand wieder. Ne? So, ich setze das Ding jetzt erstmal raus. Ob wir dieses Auto nochmal wiedersehen, kann ich euch heute nicht sagen. Ja, der will nämlich vielleicht auch ein bisschen selber basteln. Keine Ahnung, wie das dann eben so ist. Sollen sie auch alle immer gerne machen. Und deswegen war es das schon in diesem Video. Cooles Ding. Wenn er nicht tiefer gelegt wäre, sondern wirklich reine Serie wäre, dann wäre das für mich noch attraktiver, so ein Auto. Ja, oder für 700 bzw. für 800 Euro. Peng. Ja, Fahrwerk ist eingetragen, da braucht er sich auch keinen Kopf machen. Aber ja. Achswelle sollte er aktiv werden, denn wenn die Kugeln jetzt einmal rausfliegen, hilft ja auch der Allradantrieb nicht. Und die Querlenker ist dann vielleicht irgendwann so ein Klopfen, was man auch, ja, was viele ja sowieso komplett ignorieren. Ja. Aber Zahnriemen kann vielleicht noch eine Geschichte sein, Serviceheft haben wir nicht, wie das dann eben so ist. Aus wievielter Hand weiß auch keiner. Kilometerstand kannst du auch nicht lesen. Also ist schon lustig. Ist schon lustig, Gerät. Ja, letztendlich war es das in dem Video. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis demnächst. Haut rein. Ciao, ciao. Ja, knackt die Achswelle. Kann er gleich eine neue reinmachen.